2 Jahren nach der Corona-Krise kann das M4 Music dieses Jahr endlich wieder in alter und gewohnter Form stattfinden. Und dieses Jahr wird auch die Sängerin und Songwriterin Evelyn Trouble Teil davon sein. Evelyn, freust du dich schon? Ja, doch, sehr. Und das M4 Music ist ja unter anderem Konzert, Panels, aber auch ein wichtiges Event für die Vernetzung von Künstlerinnen und Künstlern in der Schweiz. Was hat das Event für dich für eine Relevanz? Ich kenne es natürlich von früher, weil ich in Zürich aufgewachsen bin und schon als Teenie, Anfangs 20 viel da angekommen bin, so als M4 Music. Und es war einfach immer auch recht so eine Partyzone gewesen und man hat viel können entdecken und der komplette Schiffbau ist wie so eine andere Welt für ein Wochenende. Und ich habe es in guter Erinnerung so als sehr aufregend. Gibt es da ja irgendein Highlight für dich, das du jetzt schon im Kopf hast? Ja, ich habe eine Carte Blanche bekommen vom M4 Music, mein neues Album Longing Fever spielen. Und wir dürfen sozusagen unsere Band erweitern. Ich darf ein Streichertrio dazu nehmen und ein Saxophon. Und wir können das dann so präsentieren am Samstag in der Halle am Abend. Und auf das freue ich mich sehr. Du bist ja nicht, also verstehe jetzt nur nicht falsch, nicht nur als Performerin dort, sondern auch als Expertin für unser Panel von der Suisa. Kannst du uns erzählen, um was geht in dem Panel? Es geht darum, wie Streamingdienste Einfluss nehmen auf Songwriting von KünstlerInnen. Die Verbreitung von Musik hat sich massiv verändert in den letzten Jahren. Ein Jahr bevor du als Evelyn Trouble angefangen hast, Musik zu machen, ist die Plattform Spotify gegründet worden. Heutzutage sind nicht mehr wegzudenken aus der Musikbranche. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, wenn du Songs schreibst, hast du diese Plattformen im Hinterkopf? Wie du sagst, ich mache es seit über 13 Jahren als Evelyn Trouble Musik. Und auf was man sich vielleicht ein bisschen Rücksicht nimmt, ist so ein bisschen, wenn man mit Labels zusammenarbeitet oder so, dann ist wirklich alle 5 Jahre, haben sie wieder eine andere Idee. Sie sagen, mach ein EP, nein, mach ein Album, mach Vinyl, mach kein Vinyl. Das ändert sich einfach stetig, weil sich die Industrie ständig anpassen muss. Aber auf die Musik selber hat das für mich keinen Einfluss in dem Sinn, dass es ist ein bisschen wie das gleiche Prinzip, wenn du ins Radio kommen willst. Wenn du in eine bestimmte Playlist reinkommen willst, musst du etwas machen, das zugänglich ist. Je nachdem, in welche Playlist du rein willst. Willst du in der Folk-Playlist musst du einen Folk-Song machen, der allen gefällt. Willst du wie im Radio eigentlich. Und dort habe ich immer meine eigenen Wege gesucht. Mir ist es jetzt nicht meine oberste Priorität, dass ich im Radio laufe. Um das vielleicht noch schnell ausführen für die Leute, die nicht jetzt Songwriter sind. Es ist halt so, dass wenn man Lieder in einer gewissen Art und Weise produziert, mit zum Beispiel einem gewissen Takt und so, dann ist halt die Chance grösser, dass sie im Radio läuft. Kann man das so sagen? Es gibt Formeln und es gibt aber auch komplette Zufallshits. Es gibt vor allem in der Schweiz gibt's eine ganze Garde, wo Formelmusik macht, wo auf eine bestimmte Art tönt, so und so viele Refrains drin vorkommen, so und so viel Hitpotenzial. Aber diese Songs kannst du in einem anderen Land nicht als Hit verkaufen. Also das ist auch mega, je nach Ort kommt andere Musik besser an. Aber es ist schon, also es gibt sicher Regeln wie zum Beispiel nicht zu lang. Also wenn du im Radio 24 oder im SRF 3 laufen, dann kannst du nicht mit 6 Minuten aufkreuzen. Das nehmen die gar nicht. Es ist eben so, bei diesen Plattformen gibt es Algorithmen und die entscheiden ein bisschen, wer mehr gepusht wird. Das kann zum Beispiel über Hashtags laufen, das kann aber auch das Wording sein. Hast du als Künstlerin, die eben auf Spotify und Co. angewiesen ist, hast du einen Einblick auf die Algorithmen von diesen Plattformen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Label zusammenarbeite, das mir dort ganz viel Arbeit abnimmt. Die haben das vielleicht, aber ich habe mit meinem Job schon genug zu tun, als dass ich mich noch damit befassen könnte, wie ist irgendeine Software aufgebaut. Und dort merke ich auch, bin ich in dem Sinne auch ausgeliefert, weil wenn ich jetzt nicht mit Leuten zusammenarbeiten würde, die diesen Teil des Jobs für mich abdecken, hätte ich einfach keinen Plan. Und dann ist das Risiko wieder um einiges grösser, dass man einfach in dieser riesigen Streaming-Welt untergeht, ja. Jetzt, wenn du einen angehenden Songwriter an deiner Seite hättest, was würdest du ihm oder ihr für einen Ratschlag geben bezüglich diesen Streaming-Plattformen? Ich würde sagen, ignoriere die Plattform und mach etwas, was für dich Relevanz hat und dir gefällt und wo du mit 100% Überzeugung kannst dahinterstehen und mit richtig viel Herz auf der Bühne singen. Und
dass mit diesen Plattformen sollen sich die Labels kümmern, weil das ist ihr Game.